kann es wirklich gewesen sein. Du hast den Turm, du hast den Fluss. Es kann das sein, es kann das sein, es kann das gewesen sein. Schau, es kann es genauso gewesen sein. Also im Mai sind wir raus, im April bin ich 5 geworden. Ich sehe noch den Mann kommen, der meinem Vater sagt, dass er gehen muss. Alle anderen Bekannte und Freunde meines Vaters, also die Industriellen, die also mit den Nazis in irgendeiner Weise kollaboriert haben, hat man erschossen gehabt. Mein Vater hat man gesagt, er könne gehen, aber müsse gehen. Alles stehen und liegen lassen und gehen. Und mit der Familie. Und dieses, an das kann ich mich erinnern. Ich kann mich an den Mann erinnern. Ich sehe die Mutter weinen. Ich sehe also diese, dann sehe ich den Abmarsch, dann sehe ich die Straße. Ich sehe die Tieflieger. Das ist alles irgendwie vorhanden. Dann erlebe ich auch, dass der Bunker, also oben, dass oben Bomben fallen und dass das Licht ausgeht im Bunker. Und das Dreck von der Decke rieselt. Das ist also eine Art von beängstigenden Situation. Ein Grund, warum ich, wenn ich heute alleine bin, immer noch mit Licht schlafe. Weil also plötzlich das Licht ausfällt und die Decke bummt und es rieselt runter. Angst? Ob das damals Angst war, weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht an Angst erinnern. Und wie wir dann nach Westdeutschland, also dann zum Westen rüber, zur Großmutter, wie die Mutter uns dann also bei einem Grenzgänger abgibt. Also Leute, die ein professionell über die Grenze, die ja nur patrouilliert, kontrolliert wurde. Und da erinnere ich mich dann, dass man erstmal nicht auf mich geschossen hat und meinen Bruder. Wir mussten dann laufen. Und dann mussten wir uns ducken und dann wurde auf uns geschossen. Das war aber auch frei. Also die Erinnerung kennt keine Angst. Ich kenne diese Angst nicht. Ich habe keine Erinnerung, ob ich das wie ein Spiel empfand. Das war also völlig angstfrei, seltsamerweise. Und dann die Ankunft, die Mutter blieb auch zurück in den Krimitscha und dann die Ankunft im Ruhrgebiet bei der Oma. Und wo wir dann ins Lager gegeben wurden, wir mussten dann ins Lager, weil wir noch keine Deutsche waren. Und mein Bruder und ich und sind dann von der Großmutter versorgt und an Deutsche geworden und dann auch in die Schule gegangen. Und dann ging dann eben diese westdeutsche Entwicklung rein. Ich hatte das Gefühl den ganzen Tag, ich war kurz davor, irgendwas zu entdecken. Manchmal hilft der Zufall. Ich hatte immer gehofft, dass mich eine alte Frau anspricht, die knapp 100 ist und sagt, bist du das nicht? Das ist sehr gut gefallen, hat mich dann sehr begeistert. Und das Jahr drauf, 1970, bekam ich dann das Stipendium für die Villa Romana und da habe ich dann ein Jahr in Florenz gelebt. Und da hat sich dann eben eine Liebe entwickelt, die bis heute gehalten hat. Und also auch die Sehnsucht, dazu zu gehören, da zu leben. Ich habe dann 2 Jahre in Mailand gelebt später und habe dann dieses Haus relativ früh erwerben können. Wollte das eigentlich nicht. Ich habe mich immer hier auf dem Wege nach Sizilien empfunden. Mein Großvater ist Sizilianer und ich wollte eigentlich immer in das Land der Väter nach Sizilien, aber irgendwann bin ich dann hier am Rande der armen Leute Toskana zum Tor nach Umbrien hängen geblieben und ich möchte es jetzt nicht mehr missen. Das stellt so eine Art, wie soll ich sagen, Arkadien dar, so eine Art von Glück. Jetzt gehen wir davor. Ich kann mir vorstellen, wenn ich also jetzt eine fürchterliche Krankheit hätte oder bekäme oder wüsste, ich hätte sowas, ob ich die Kraft und die Härte hätte, die ich von mir selbst erwarte, das weiß ich nicht. Ob ich dann wirklich damit fertig würde. Ich bin kein Held. Ich habe Angst, Schmerzen. Ob ich das schaffen will, das weiß ich. Aber ich möchte auch darin geprüft werden. Also wenn Sie zum Beispiel auf meinem sehr engen und lieben Freund Immendorf anspielen, also ich war täglich bei ihm mit Gedanken, hatte aber keine besondere Sehnsucht, ihn täglich zu sehen. Das war für mich im Gegenteil. Ich hatte dann also Berührungsängste. Das ist auch kindlichen Vorstellungen, steckt vielleicht an. Oder man soll das Unglück nicht an sich ranlassen.
teilweise keine saubere Haltung für einen Freund ist, aber ich kann nicht anders. Das ist doch was Wunderbares. So, hier rechts ist das. Es sind immer so Dinge, die mein Leben begleiten. Banalitäten, Nebensächlichkeiten, die ich immer sehr mag. Das sind so plötzlich Gerüche, das sind Eindrücke, das sind Stimmungen, das sind Farben, Bilder, vor allen Dingen oft. Und dieses Bild von Pontormo hat mich also mein Leben lang, seit ich Florenz besucht habe, seit ich in Florenz gelebt habe, verfolgt mich dieses Bild als einer der großen Meisterwerke. Also wenn du allein diese Kreiskomposition, wie diese unten diese Figur das trägt, das ist sowas von aufregend. Also ein Bild, was mich irgendwie so fasziniert, vor allem diese Frische. Ne? Wie neu das ist, als wäre gerade eben Pontormo weggegangen und es hingehängt. Das ist sowas, wenn du sonst immer so in den Kirchen siehst, das Dunkle, das ist hier wie ein Licht, ne? Das wie ein Lichtstrahl ist. Das ist so großartig. Wenn es die Möglichkeit gibt, schaue ich mir dieses Bild an. Das ist immer für mich beglückend. Das war immer so, nicht? Seit 1969, wo ich das erste Mal das gesehen habe. Ist das Bild eigentlich immer unverändert und immer so. Und das finde ich so faszinierend. Das ist auch wieder wie so Zeit anhalten, nicht? Dass hier einfach ein Moment von Zeit anhalten passiert. Das ist, warum Künstler in Bildern vergangener, existierender und zukünftiger Künstler leben. Und auch keine Scheu davor haben, auch kein Neid kennen. Nur Konkurrenz im Positiven. Verstehen fällt flach, das gibt es nicht. Und das ist auch richtig so, man kann als Künstler nur geliebt werden. Und diese Liebe kann sich dann darin artikulieren, dass derjenige, der einen liebt, denkt, er versteht es. Aber der liebt nichts, was er nicht versteht. Aber es ist letzten Endes ist es nur Liebe, weil anders kann man die Kunst in der Zeit, in der sie passiert, nicht sehen. Der Künstler versteht sie nicht, der Betrachter versteht sie nicht. Erst die Zeit wird sie einordnen, wird ihre Bedeutung geben oder Unbedeutung. Salzburg habe ich mal schon lange her auf der Burg unterrichtet. Ich bin ab und zu den Festspielen hier. Also eine Stadt, die ich also regelmäßig frequentiere. Ich hatte mit dem Penck, Herr Penck, vor vielen Jahren mal eine Musikgeschichte angefangen, die wir uns ernsthaft auch überlegt haben, warum und weshalb. Und da gab es mal einen ziemlich ausschlaggebenden Arbeiten an der Musik. Und das entsprechende Resultat dann, wenn es dann was wird, macht glücklich. Und das ist ein schönes Gefühl. Während die Malerei mich meistens unzufrieden macht und mich mit Zorn erfüllt, erfüllt mich das mit einer gewissen Heiterkeit. Ich schaffe einen Raum, ich schaffe einen Anlass, ich schaffe einen Rhythmus, ich schaffe einen Klang, einen Ton, eine Disharmonie, die dann der Profimusiker aufgreift, zerkaut, sich damit auseinandersetzt, dagegen anspielt oder es aufnimmt. Ich habe jetzt immer festgestellt, dass die Musiker das sehr gerne machen, weil es eine völlig andere Reaktion verlangt. Und deswegen ist das, finde ich, sehr spannend, auch, glaube ich, ist die ewige Hoffnung für die, die zuhören. Irgendwann kommen sie in einen Stream, in einen Strom, irgendwie in einen Sog. Und wenn dieser Sog dann abreißt, dann wissen sie, das ist zu Ende, es ist nichts mehr drin.
freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und bedanke mich bei meiner Band, die wieder großartig in Form war. Wie sagt man heute immer so, es war ein großartiges Publikum. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und? War da gut, ne? War da fein. Also wir sind hier in Potsdam auf dem Pfingstberg. Das ist die alte Villa Henke. Gehört jetzt einem Konsortium, die das liebevoll restauriert. Von denen habe ich das dann gemietet. Und hier werde ich einen poetischen Bereich betreiben, einen literarischen, einen musikalischen, einen musischen Bereich betreiben und eben auch Malerei und Bildhauerei unterrichten. Komm Sascha, auf zu telefonieren. Gucken jetzt. Man versucht immer die Zeit anzuhalten. Der Einzige, der das wirklich perfekt kann, ist der Tod. Und dann ist man draußen. Eine andere Möglichkeit, also etwas zu stoppen, im Leben gibt es nicht. Weil es macht ja nur Sinn, etwas anzuhalten, wenn man es anschließend wieder laufen lassen kann. Infolgedessen ist der Tod ein Feind. Wenn wir ein gewisses Alter erreicht haben, wird er auch noch Alltag. Die Freunde verabschieden sich plötzlich und schnell. Auch das trägt dazu bei, dass man das Leben immer unerträglicher findet. Ab einem gewissen Alter. Ich hoffe, ich bin noch nicht so weit. Aber es gibt natürlich dann ganz schnell, ganz systematisch und ganz bewusst Dinge, die das Leben so unerfreulich machen, dass man vielleicht sich vorstellen könnte zu sterben. Weil das Leben ja nur Sinn macht, wenn man es leben kann. In irgendeiner Möwe, die ernährt wird, die nichts mehr fühlt, die nichts mehr schmeckt, zu sein. Aber selbst das, wenn ich genau darüber nachdenke, ist mir näher als der Tod. Weil das Todsein dauert so lange.